Die Straßenausbaubeiträge sind in erhebliche Kritik geraten. Der Grund dafür, die Beitragsbelastungen für die betroffenen Grundstückseigentümer im Einzelfall sind sehr hoch und reichen dabei bis in den vier- oder sogar fünfstelligen Bereich. Diese hohen Beitragsforderungen bringen viele Beitragspflichtige in große und erhebliche finanzielle Schwierigkeiten. Diese Forderungen setzen wiederum die erhebenden Kommunen zunehmend unter Druck. In den letzten Jahren ist es in diesem Zusammenhang zu einer steigenden Zahl von Rechtsverfahren gekommen. Von Menschen, die diese Beiträge einfach nicht mehr zahlen konnten. Die SPD setzt sich verstärkt für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ein. Die Partei vertritt die Meinung, dass die Beiträge nicht nur reine Bürgersache sind. Die SPD fordert vielmehr, dass das Land NRW für die entstehenden Kosten aufkommen und Bürgerinnen und Bürger und auch Kommunen entlasten sollte. Die nun auf unterschiedlicher Ebene geforderte Abschaffung der Straßenbaubeiträge bliebe nicht ohne Folgen, denn die Zahlungspflicht der Bürgerinnen und Bürger entfällt keineswegs. Es würde vielmehr eine andere Form der Finanzierung gesucht. Baustellen gibt es in Nordrhein-Westfalen an allen Ecken. Aufgerissene Straßen oder Ersatzverkehr mit Bussen ist schon lange keine Seltenheit mehr und ein eher vertrautes Bild in unserer Stadt. Doch wie geht es in der Zukunft weiter? Eine Frage, mit der sich sicherlich viele Menschen beschäftigen. Und über diese Frage und mögliche Lösungen spreche ich jetzt mit Rainer Bischof, Landtagsabgeordneter der SPD. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute bei uns sind. Guten Abend, Frau Henke. Ja, Herr Bischof, mit Ausnahme von Baden-Württemberg dürfen die Kommunen in allen Bundesländern Straßenausbaubeiträge verlangen. So auch hier bei uns in Duisburg. Wie will die SPD es schaffen, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen? Also wir wollen die Gebühren für den Straßenausbau abschaffen. Nicht für den Straßenneubau, sondern für den Ausbau. Mhm. Da muss man auch, glaube ich, dass man die Menschen nicht verwirrt, ganz deutlich sagen, da geht es nicht um Reparaturen. Die müssen die bisher auch nicht zahlen, also wenn die Schlaglöcher in der Straße sind oder die normale Wartung. Aber wenn die Straße verbreitert, verschönert wird, dann müssen die bisher zahlen. Und das ist in der Tat aus unserer Sicht ungerecht, weil die Bürger nicht selber entscheiden können darüber, ob ihre Straße jetzt verbessert wird oder nicht. Und dadurch müssen die plötzlich ganz hohe Beiträge zahlen, wie es in Ihrem Beitrag ja auch gerade schon war. Und das wollen wir schlichtweg abschaffen, ja. Jetzt hatten Sie gerade schon gesagt, den Grund genannt, warum Sie die Beiträge abschaffen möchten. Wie möchten Sie dann die Beiträge abschaffen? Indem das Land den Kommunen die Kosten, die sie bisher einnehmen, ersetzt. Also es sind ja Einnahmen für die Kommunen. Und gerade eine Stadt wie Duisburg, in der wir jetzt gerade sitzen, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, das ist allgemein bekannt, hat relativ wenig Einnahmen. Also denen ist es, für die ist es wichtig, dass sie Einnahmen erzielen. Und wir wollen, dass das Land dann die Einnahmen ersetzt. Sie hatten ja gerade schon nachvollziehbare Gründe genannt, warum Sie dafür sind, dass die Beiträge abgeschafft werden. Trotzdem gibt es ja wie immer auch kritische Stimmen, die eben gegen Ihre Forderung sind. Was sagen diese Stimmen genau? Naja, ich beginne mal mit dem Abwägen einfach. Das Abwägen ist natürlich folgendes. Sie zahlen als Steuerzahlerin, unterstellt, Sie wohnen in NRW, das unterstelle ich Ihnen jetzt, in NRW natürlich die Steuern für das Land und zahlen damit auch die Straßen für Detmold. Oder für Münster als Duisburgerinnen und Duisburger, weil ihre Steuergelder werden ja verwandt. Das spüren sie nicht so, weil sie haben sowieso Steuern eingezahlt, aber für was anderes haben sie dann nicht mehr. Das ist schon wahr. Und bisher zahlen die Anlieger und das ist auch eine gewisse Aufwertung ihrer Straße. Aber sie können das eben nicht beeinflussen. Und deswegen, weil sie es nicht beeinflussen können, der Stadtrat beschließt ja einfach, diese Straße wird jetzt ausgebaut und ich als Anlieger, als Hausbesitzer muss plötzlich 10.000 Euro zahlen, die ich nicht auf der hohen Kante habe, die ich nicht geplant haben konnte. Und da bin ich plötzlich, dann werde ich haftbar für gemacht und kriege eine Rechnung. Also das halten wir für ungerecht und sagen, das muss abgeschafft werden. Und dann zahlen wir eben als Steuerzahler ein. Das kostet dem Land dann auch einen Betrag. Das gehört zur Wahrheit und ist auch Steuergeld. Aber es ist in unseren Augen der richtige Weg. Jetzt hatte der Landtag letzte Woche Ihren Gesetzesentwurf beraten. Was kann man von diesem Gesetzesentwurf, wie kam der an? Sie hatten mir eben schon hinten im Backstage-Bereich von den aktuellen Entwicklungen gestern erzählt. Ja, das ist spannend. Also einmal ist es der normale Entwicklungsschritt. Der heißt, wenn die Opposition, wir sind ja jetzt seit der letzten Wahl Opposition als Sozialdemokraten, wenn die einen Antrag stellen, gibt es so einen Reflex, dass die Regierungsfraktionen sagen, nö, wollen wir nicht, ist sowieso daneben. Also sie haben das abgelehnt. Das ist, haben wir erwartet. Aber sie haben das Thema nicht abgelehnt. Das ist spannend. Und gestern haben eben die beiden Fraktionsvorsitzenden, die Regierung tragenden Fraktionen, CDU und FDP, im Landtag erklärt, dass das in der Tat ein großes Problem sei, dass man Lösungen anstrebt. Nur diese Lösung, die sie angestrebt haben oder die sie vorgestellt haben, ist für Duisburg überhaupt keine gute in meinen Augen. Die heißt nämlich, die Kommunen sollen das selber entscheiden. Klingt im ersten Moment gut. Klingt nach Freiheit und FDP-Freiheit, heißt aber im Folgeschluss, dass die Kommunen, die über viele Einnahmen verfügen, also die reich sind,
dass die auf die Gebühren verzichten können oder werden vielleicht auch. Und die armen Kommunen wie Duisburg das schon deswegen gar nicht können, weil sie unter Haushaltssicherung sind. Also da wird die Bezirksregierung denen schon sagen, nee, ihr könnt nicht auf die Einnahmen verzichten, weil ihr euren Haushalt sanieren müsst. Und dann wird in Duisburg ein Anlieger weiterzahlen und in Düsseldorf wird er nicht zahlen. Und das halten wir für eine totale Ungerechtigkeit. Das haben wir schon bei den Kita-Gebühren derzeit, dass in den reichen Städten keine Kita-Gebühren erhoben werden, in den armen Städten aber erhoben werden müssen. Und der Bürger kann doch nichts dafür, dass seine Stadt nicht so wohlhabend ist. Da hat er überhaupt keinen Einfluss drauf. Das ist überhaupt nicht dessen Schuld. Und das halten wir für total ungerecht, was da jetzt der neue Vorschlag ist. Und das wird im Landtag nächste Woche beraten werden im Plenarsaal. Und da werden wir, glaube ich, schon sehr deutlich sagen, was wir davon halten. Wie reagieren Sie dann darauf? Was werden Sie denen dann sagen? Das ungefähr, was ich gerade auch gesagt habe, werden wir denen sagen, dass das zutiefst ungerecht ist, dass das ein Stück weit die reichen Kommunen bevorzugt. Das ist übrigens auch die Politik dieser Koalition, das will ich auch ganz deutlich sagen. Die bevorzugen die ländlichen Gemeinden und die bevorzugen die reichen Städte, weil sie da ihre Stimmen herbekommen haben, ihre Wählerpotenziale liegen. Und die nicht so wohlhabenden Städte wie im Ruhrgebiet, die werden von ihnen eher weniger gut betucht. Und das ist wieder ein Beispiel dafür, dieser Vorschlag, dass das genau seine Fortsetzung finden soll. Und das akzeptieren wir überhaupt nicht und da werden wir auch Öffentlichkeit darüber herstellen. Also wir sind ja jetzt gerade im Fernsehen, also in den Medien. Ne? Da werden wir Öffentlichkeit herstellen und ich bin mir ganz sicher, das wird auch alle Duisburger und Duisburger empören, weil da kann doch überhaupt kein Bürger was dafür. Jetzt hat halt Jürgen Schneider gesagt, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes in NRW. Also der hält weniger von der Idee, die Beiträge abzuschaffen natürlich. Laut ihm würden die Bürger für ihre Leistung eine Gegenleistung bekommen. Wie würden Sie diese Aussage bewerten? Also erstmal in der Sache, eine Gegenleistung bekommen, ist es richtig? Dieses Abwägen hatte ich ja versucht eben schon darzustellen. Also da gibt's, kann sein, dass die Straße hinterher schöner ist und der eine schöneren Straße lebt. Und Sie zahlen jetzt der Steuerzahlerin die schönere Straße in Detmold auch mit. Das stimmt. Aber Demokratie heißt natürlich A, dass es verschiedene Meinungen gibt, aber B, dass es eben auch Lobbygruppen gibt. Und der Städte- und Gemeindebund ist die Lobbygruppe der Kommunen. Der spricht als Geschäftsführer für die Kommunen und die haben natürlich Sorge, dass ihnen Einnahmen entgehen könnten. Das haben wir aber geregelt. Also entgehen ja keine Einnahmen, wenn das Land die wieder ersetzen würde. Und das Land, das haben wir natürlich rausgerechnet, müsste etwa 120 Millionen Euro im Jahr ersetzen. Das klingt viel. Also ich unterstelle Sie und bei mir auch, wenn ich eine Million hätte, wäre ich ein glücklicher Mensch. Also die haben wir beide nicht. Aber man muss sie in Relation setzen. Also das Land hat 4 Milliarden mehr Einnahmen als im Vorjahr. Also hat 4.000 Millionen mehr zu verteilen als im Vorjahr. Also eine Milliarde ist ja sind 1.000 Millionen. Und wenn man jetzt sagt, von den 4.000 Millionen können wir 120 dafür einsetzen, finde ich das nicht, dass das eine Überforderung ist. Und der Landeshaushalt selber besteht aus mehr als 90 Milliarden Euro. Also 90.000 Millionen. Und davon zu sagen, 120 kann man auch anders einsetzen, finde ich, das kann man durchaus rechtfertigen. Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass das Land am Ende den Anteil der Anwohner übernimmt? Also das Thema bleibt heiß, das sieht man an der aktuellen Entwicklung von gestern. Also die Regierungsfraktionen haben sehr wohl erkannt, dass man das nicht einfach ablehnen kann, dass die Bürgerinnen und Bürger sauer sind. Also jetzt in Duisburg wüsste ich jetzt keinen konkreten Fall, aber in Nachbarstädten gibt es sehr aktuelle Entwicklungen, dass die sauer sind, die auch in Nordrhein-Westfalen sind. Und die werden sich schon vor den Bürgerinnen und Bürgern rechtfertigen müssen. Also ich erwarte schon, dass es noch eine längere Diskussion gibt, ob das dann dazu führt, dass unser Vorschlag 1:1 übernommen wird von der jetzigen Koalition. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass im Jahr 2022 die nächsten Landtagswahlen sind. Und danach würden wir möglicherweise Mehrheiten haben und dann werden wir es so machen, wie wir es jetzt vorschlagen. Wie wird die Finanzierung dann in Zukunft aussehen, wenn Bürger und Gemeinden eben keine Beiträge mehr zahlen müssen? Ja, das würde dann das Land eben ersetzen. Das ist dieser Betrag von 120 Millionen Euro. Also was bisher an Beiträgen reingekommen ist, haben wir errechnet. Und die würden dann eben vom Land Nordrhein-Westfalen getragen werden. Also die Kommunen hätten keinen Einnahmeausfall. Das ist uns wichtig, weil wir reden ja über eine arme Kommune hier in Duisburg. Die haben keinen Einnahmeausfall, sondern kriegen durch das Land ersetzt, was sie bisher von Bürgerinnen und Bürgern eingezogen haben. Und die Bürgerinnen und Bürger haben Planungssicherheit. Also die haben nicht mehr das Problem, dass plötzlich eine Rechnung von 10.000 Euro kommt, sondern als Steuerzahlerin zahlen sie durchgehend ihre Steuern. Klar, sie zahlen dann für andere mit, aber sie haben Planungssicherheit. Und es gibt keine Unterscheidung zwischen armen und reichen Städten, nach unserem Vorschlag. Herr Bischof, danke schön, dass Sie uns einen Überblick über die Situation gegeben haben und dass Sie heute bei uns waren. Dankeschön.